Nach Sommerhaus, Raffi Rachek will Gloria Glumack zerstören, jetzt schlägt sie zurück. Nach dem Sommerhaus-Drama lieferten sich Raffi Rachek und Gloria Glumack ein heftiges Gefecht auf Instagram. Zwischen den beiden Sommerhaus der Stars-Teilnehmern Raffi Rachek, 34, und Gloria Glumack, 32, geht es derzeit heiß her. Die beiden haben sich über Instagram heftig zerstritten. Der Ursprung des Streits dürfte wohl durch den Verrat von Raffi und seinem Freund Sam Dillon, 33, liegen. Beide haben nämlich dazu beigetragen, dass Gloria und ihr Partner Micha aus dem Sommerhaus gehen mussten. Die 32-Jährige hat dies wohl alles andere als gut verkraftet. In einem Instagram-Post stellte sie das Pärchen als falsche Schlangen dar. Gloria, ich war immer ehrlich. Raffi ließ sich das nicht so einfach gefallen. Er reagierte mit einer Insta-Story und schrieb, unglaublich, dass sie jetzt noch gegen mich schießen muss. Der 34-Jährige drohte sogar, sie öffentlich exposen zu wollen. Was er möglicherweise gegen sie in der Hand hat, wisse selbst Gloria nicht. Sie zeigte sich davon wenig beeindruckt und konterte auf diese Nachricht. Dabei nahm sie sich in einem Pferdestall auf und fragte ihn, was er überhaupt über sie der Öffentlichkeit erzählen wolle. Ich war die Einzige im Sommerhaus, die immer ehrlich war, stellte der Reality-Star klar. Gloria betonte zudem, dass sie ihn nie angelogen habe, im Gegensatz zu Raffi und Sam, die ihr das Messer in den Rücken gerammt hätten. Raffi, bist für mich gestorben. Die Auseinandersetzung eskalierte weiter. Raffi zeigte sich fassungslos über Glorias Verhalten und warf ihr Undankbarkeit vor. Ich musste sogar zwischen dir und Micha als Therapeut im Sommerhaus spielen, damit es nicht komplett eskaliert, betonte er. Dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte, machte er mit einem Screenshot deutlich, auf dem zu sehen war, dass er ihr nun nicht mehr auf Instagram folgt. Du bist für mich gestorben, kommentierte er dazu. Gloria zog schnell nach und entfolgte ihm ebenfalls. Und tschüss, schrieb sie in ihrer Story und fügte Ratten- sowie Schlangen-Emojis hinzu. Meinungen zum Streit. Die Öffentlichkeit zeigte sich kritisch über den Streit zwischen den beiden. So ein Kindergarten, kommentierte eine Person auf Instagram. Eine andere schrieb, Raffi und Gloria, schwer anzusehen. Musste teilweise umschalten. Auch Reality-Star Jörg Hansen äußerte sich zu dem Thema und nahm dabei Partei. Er kenne Sam und Raffi wohl gut genug und sei der Ansicht, dass das Pärchen tausendmal ehrlicher sei als Gloria. Ein echtes Drama zwischen den beiden Reality-Stars, das die Fans wohl schon gewohnt sind. Ob sich Raffi und Gloria irgendwann wieder versöhnen, bleibt abzuwarten.